sei froh, dass wir damit zufrieden sind, Elender. Meine Herr, ich flehe euch an. Mehr haben wir nicht. Sei still, Weib! So wolltet ihr es. Was? Da! Fasst ihn! An deiner Stelle gebe ich ihn zurück. Hab Mitleid, mein Herr. Vielen Dank, mein Herr. So ist's gut. Geh, hau schon ab. Der kommt zurück. Sie kommen immer zurück. Immer zurück. Der Sheriff von Nottingham wird niemals aufgeben. Er wird aufgeben. Denn der König wird zurück sein, noch bevor dieser Pfeil den Boden berührt. Aber wer? Wer seid ihr? Ja, Leute. Willkommen zu Let's Play Star Wars, Star Wars, guter Mann. Robin Hood, die Legende von Sherwood. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal angefangen. Ich fange aber neu an. Neu. Ich mache auf Mittel, mein Name ist Schlaumeier. Ja. Also, neuer Spieler, ja. Auswahl. Ja, was gibt es dazu zu sagen zu Robin Hood? Weiß nicht, so ein bisschen Strategie, ein bisschen Action. Ja. Ein bisschen von allem halt. Ja, Robin Hood war ist ein sehr gutes Spiel, finde ich. Weil, ja, weil es halt so vielen. Ja. Jetzt muss ich das alles vorlesen. Okay. Vor Jahren verließ der junge Robin von Locksley sein Land, um den heroischen König Richard Löwenherz auf seinen Kreuzzügen zu dienen. Endlich ist er nun zurückgekehrt, doch erscheint es, dass der Kampf für ihn noch lange nicht vorüber ist. In der Tat ist König Richard immer noch nicht aus dem Heiligen Land zurückgekehrt. Während seiner Abwesenheit liegt die Macht in den Händen seines Bruders John, den sie auch ohne Land nennen. Doch die Vasallen scheinen seine Autorität nicht anzuerkennen, besonders der Sheriff von Nottingham. Nottingham bedient sich seines Amtes, um die Bauern mit wucherhaften Steuern zu belegen und sie somit zu erbärmlicher Armut zu verbannen. Werde ich einfach angucken müssen, was halt so passiert und wie es ist. Es kommt noch schlimmer. Robin erfährt, dass sein Vater, der Herr von Locksley, während seiner Abwesenheit gestorben ist. Der Sheriff hat diese Gelegenheit genutzt, um vorzugeben, dass Robin durch die Hand der Ungläubigen gestorben ist. Auf diese Weise konnte er dessen Ländereien im Namen der Krone beschlagnahmen. Daher ist Robin nun enterbt und durch die Machenschaften dieses üblen Sheriffs seiner Güter beraubt worden. Unserem Helden bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit, sich nach Lincoln zu begeben. Oh, egal, ich lese jetzt alles vor. Hier hat Robin seine Jugend verbracht, bei einem alten Freund seines Vaters, Sir Godwin. Seiner Seite lernte Robin zu kämpfen und mit
dem Bogen umzugehen. Er ist der beste Verbündete, den man sich unter diesen Umständen wünschen kann. Als unser Held jedoch die Burg seines Paten erreicht, das Gesicht glücklicherweise unter einer Kapuze verborgen, erwartet ihn eine schmerzhafte Überraschung. In der Burg wimmelt es von Männern, die das Wappen des Sheriffs von Nottingham tragen. Nun muss Robin erst Goodwin finden, in der Hoffnung, dass die Männer des Sheriffs ihn nicht entdecken. Ja, hier bin ich noch. Hier, das sind Gegner. Das sieht man daran, dass wir rot aufleuchten. Was gibt's noch? Gibt's hier doch irgendwo? Hier kann ich mich ducken. Ah, genau. Hiermit, wenn ich hier auf eine Wache sehe, dann sehe ich, wo die hinguckt. Wenn sie mich nämlich sehen, dann wird erst ihr Kreis gelb. Und wenn sie mich dann richtig sehen, wieder rot. Ja, hiermit kann ich herauszoomen und heranzoomen. Ich spiele am liebsten in der normalen. Hier sind die Fähigkeiten. Ich zeige euch gleich mal die erste. K.O. schlagen. Da, einer weniger. Kann ich ihn tragen? Ne, ich kann nichts machen. Jetzt kann ich hier hochklettern, was ich noch als Fähigkeit habe. Werdet ihr gleich sehen. Ich werde dann da hoch. Sammelt es hier ein. Und hier der Infodings. Ja, ihr unfähige Bande. Nicht einer von euch wird ein bisschen anrühren, bevor nicht der Ball ins Schwarze getroffen wird. Los, versuchen wir es. Um Robins Bogen zu benutzen, klicken Sie auf den Bogen unter seinem Porträt und fixieren Sie dann ein Ziel an. Sobald der Pfeil des Mauszeigers grün wird und Sie klicken, wird Robin schießen. Vorher müssen Sie jedoch Pfeile sammeln. Ja. Hier erst eine einfache Methode, um ein paar Gegner loszuwerden. Man schießt hier drauf. Wenn ich hier drauf schieße, dann habe ich ja die Mitte getroffen. Endlich! Ah, was für ein schöner Pfeil. Wer hatte das gedacht? Jetzt habt ihr euch euer Essen verdient. Und jetzt gehen die Halle rein. Die habe ich dann schon mal vom Hals. Die roten, die bewirken was. Und das hier ist nur Info. Und die Info habe ich mir keine Lust durchzulesen, weil die kann ich auch selber beantworten. Erstmal hier rein. Umso kleiner die Sterne hier auch werden, umso schneller wacht er auf. Wenn sie ganz groß sind, dann wacht er erstmal nicht auf. Jetzt habe ich erstmal den K.O. Da, einer weniger. So. Dann den. Komm raus, Robin, hol ein K.O. Da, einer weniger. Er hätte wahrscheinlich, wenn sie aufwachen. Hier sieht man, die sind größer als die. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ja. Jetzt schreibt mich jemand in Skype an. Ich müsste sowieso einen Schnitt machen, weil ich vergessen habe, auf die Uhr zu gucken. Wir sehen uns dann hier im Haus. Also in diesem Turm. So, gut, weiter geht's. Nachgeguckt, wie viele? Ja, dummerweise kann ich die Karte hier nicht rüber machen. Den muss ich jetzt K.O. schlagen, den Kerl hier. Mal erstmal mit dem Blick rein. Nein, Robin, ist blöd. Ja, Robin, ey. Ist ja dumm, dass man die Karte hier nicht gescheit machen kann. Will noch jemand? Ach, guck, hier seht ihr, die haben so Fragezeichen im Kopf, als sie gerade irgendwas entdeckt haben. Will noch jemand? Ja, wo ich hier entlang gelatscht bin. Schnell, 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 ja. Da, einer weniger. Ich könnte jetzt hier die angreifen. Für drei Pfeile und hier vorne noch was. Ja, mach ich jetzt. Ich zeige euch mal, wie das Kampfsystem ist. Vielleicht kriege ich einen K.O. gehauen. Hey du, wer bist du? Okay, man tut hier so mit so... So... Schlagbewegungen hauen. Und sich mal hier mit der Maus so ein Boden. So ein Ding in die Luft. Und mit so einer... Wenn man endlich Zeichen macht, dann macht er so ein... Spezialfertigkeit sozusagen. Hier sehe ich mein Leben, wenn das braun wird.
verliere ich an Leben. Also das ist mein Leben und ich habe, wenn im Kampf, habt ihr vielleicht gesehen, so eine blaue Leiste, wenn die leer ist, dann bin ich kurz so benommen. Oh oh, offenbar hat einer der Soldaten in seiner Eile seinen Geldbeutel verloren. Es sieht ziemlich voll aus. Zweifellos das Resultat einer Wettbewerb über die Leistung seiner Kommentare. Kameraden, Robin versteht nun, warum er so begeistert war. Cash. 500. Ich gebe dir mal Almosen, dann gibt er mir Tipps. So manche Bettler geben einem dann so Tipps. Ich danke euch. Wo ist das? Hier. Wir sind wieder aufgestanden. Ja, da steht wieder. Müssen hier rein und gucken. Schnell. Da, einer weniger. Den noch ausnocken. Was war das? En garde. Ah, Mann. Das ist jetzt ein schöner. Du hast dich gut geschlagen. Naja. So töte ich die halt. Es gibt dann, man hat dann noch irgendwann kriegt neue Gefährten. Manche können dann zum Beispiel die Gegner fesseln oder sie durch die Gegend tragen. Oder wenn sie so K.O. sind, töten. Das ist jetzt offen. Okay, der hier ist jetzt verwirrt. Ich hoffe, der macht nichts. Ja, okay. Gucken, was hier steht. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Geldbeutel, wenn ich den irgendwo hinwerfe, verprügeln die sich gegenseitig. Robin weil ich mal. Oder vorne mache ich dann einen Schnitt. So, dann bis zum nächsten Part.